Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um den Duft Orion von Tiziana Terenzi, was ein Duft ist, der große Ähnlichkeit, wie ich finde, mit Creed Aventus besitzt, aber einen sehr spannenden Twist in das Ganze reinbringt. In dem heutigen Video möchte ich euch gerne alles erzählen, was ich über diesen Duft hier denke und außerdem meine persönliche Empfehlung abgeben, ob ich denke, dass dieser Duft einen Kauf wert ist oder nicht. Zunächst einmal muss ich sagen, ich finde die Flakons von Tiziana Terenzi extrem geil, zumindest diese runden Flakons. Es gibt ja auch noch die aus Holz. Die sind, glaube ich, nicht so cool, haben sich zumindest im Laden nie so gut angefühlt. Aber hier die sind wirklich mega cool. Du hast einen schönen Glasflakon, der aber irgendwie so ein bisschen mattiert ist und sich sehr, sehr sanft anfühlt. Dann so ein Kunstlederpatch, der da vorne drauf ist. Du hast eine richtig schwere Kappe, die auch nochmal so ein Muster drauf hat. Hier ist es halt so ein, ich glaube, das heißt irgendwie Moonface-Kollektion oder so. Lunar Face Kollektion, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hast du noch so eine Geschichte, die da irgendwie so reingeprägt ist und ist schön schwer. Der Sprühkopf ist nice und es ist einfach im Gesamten ein sehr, sehr wertiger Flakon, wie ich finde. Und das finde ich immer sehr schön, weil ich persönlich bin jemand, ich verschenke Parfum auch gerne an Menschen, die mir nahestehen. Und das ist dann immer schön, wenn du einen Flakon hast, der auch wirklich sich gut anfühlt. Und das ist was, wird man es mir schenken, wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich darüber. Wir haben hier eine extreme Parfumkonzentration, was relativ hoch ist. Selbst für Aventus-ähnliche Düfte relativ hoch. Deshalb sei an dieser Stelle auch schon mal gesagt, dass dieser Duft ziemlich intensiv ist und auch eine gute lange Zeit hält. Und ich werde ihn jetzt einfach auch mal aufsprühen, um euch so ein bisschen was zu der Duft-DNA zu sagen. Jetzt riecht mein Auto hier gleich komplett nach Orion. Naja, so ist es, ne? Also, ich kriege hier zuallererst mal eine fette Ladung Bergamotte mit Apfel. Denn an Kopfherz- und Basisnoten haben wir in der Kopfnote Ananas, Apfel, Bergamott, rote Johannisbeere. Also Apfel und Bergamott auf jeden Fall. Und dann im weiteren Verlauf Birke, Jasmin, Patchouli, Thymian, Oregano in der Herznote. Und in der Basisnote Amber, Moschus, Oud, Weihrauch und Zeder. Und was am Anfang auf jeden Fall durchkommt, Apfel, Bergamotte und dann vielleicht so ein bisschen auch von den Gewürzen, also Thymian, Oregano, kann sehr gut sein. Das kommt zumindest nach so ein paar Minuten schon definitiv durch. Und ich muss sagen, auf dem Teststreifen riecht der Duft sehr, sehr würzig. Also ich habe hier wirklich viel Zitrusnoten am Anfang, viel Apfel und dann viel von diesen Gewürzen. Und gar nicht mal so viel Ananas und Birke, wie man das zum Beispiel von Aventus kennt. Aber um ehrlich zu sein, ist das auf meiner Haut ein komplett anderes Spiel. Denn ich habe in vergangenen Videos auch schon mal diesen Duft das ein oder andere Mal gezeigt. Und da habe ich gesagt, dass es für mich wie so eine cremige Variante von Aventus ist. Weil ich finde, dass der Duft eine gewisse Cremigkeit hat, sobald er auf meiner Haut ist. Und es kann sehr gut sein, dass das durch künstliche Moschusarten reinkommt oder dass vielleicht sogar ein bisschen Sandelholz beigemixt wurde. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber es hat für mich so eine gewisse cremige Note und eben auch noch etwas Würziges, was mit dabei ist. Also stellt euch Aventus vor in cremig mit Würze. So würde ich es beschreiben auf meiner Haut. Und das ist eben wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied zu dem Teststreifen, der eher so Zitrusapfel fokussiert ist und nicht so sehr in Richtung Ananas geht. Ja. Aber trotzdem eine sehr, sehr schöne DNA, wie ich finde. Ich finde, dass es sich vor allen Dingen an die Leute richtet, die vielleicht Aventus so ein bisschen satt haben, aber die DNA an sich eigentlich ganz cool fanden. Und da finde ich Orion auf jeden Fall eine nice Geschichte. Und ich feiere auch einfach, dass es so eine cremige Beinote hat. Das finde ich passt sehr, sehr schön zu diesem Duft. Und so ist es irgendwie, es geht in so eine Aventus-ähnliche Richtung, ist aber nicht 100% diese DNA und ist meiner Ansicht nach auch noch eigenständig genug, um da einfach auch einen Kauf wert zu sein. Ja? Wenn ihr jetzt aber bei Aventus schon so ein bisschen die Augen verdreht und euch denkt, um Gottes Willen schon wieder, dann auf jeden Fall lieber einen Bogen drum machen. Das ist was, was ihr bei Terenzi das ein oder andere Mal finden werdet. Ich hatte gestern beim Dreh mit Marc Gebauer, mit dem ich gestern ein Video gedreht habe, die Möglichkeit auch Laudano Nero zu testen, was ja so ein Duft ist, der geht ein bisschen in diese Baccarat Rouge Richtung. Und ja, bei dem ist eigentlich dieselbe Geschichte. Du hast quasi so diese DNA, die jeder kennt, mit so einem eigenen Twist. Und das ist so eine Geschichte, das ist jetzt nicht die super inspirierteste Leistung. Machen wir uns mal nichts vor. Aber um ehrlich zu sein, finde ich die beiden Düfte sehr gut umgesetzt. Und deshalb würde ich den euch auch empfehlen an dieser Stelle. Jetzt interessiert mich aber natürlich, habt ihr diesen Duft hier schon getestet? Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Ich bin ganz gespannt auf euren Input. Und ansonsten freue ich mich drauf, von euch zu hören. Lasst mir einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht kennt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai.